Hallo zusammen. Im heutigen Video nehme ich Stellung und möchte den Fall beleuchten des folgenden Newsbeitrags. Drohne crasht beim Vezasca-Staudamm in Helikopter. Der Crash ereignete sich in rund 1000 Metern Höhe. Wie immer bei solchen Vorfällen wird in den Kommentarspalten schon wieder alles Mögliche gefordert und behauptet. Ich beschäftige mich mit diesen Themen schon mehrere Jahre ziemlich intensiv und sehe, wie wenig viele über die wirkliche Gesetzeslage wissen. Dies gilt für Freunde wie auch Feinde der sogenannten Drohnen. Dieses Video wird vielen Leuten wohl nicht gefallen. Es ist ein sehr emotionales Thema und ist auch zudem gemacht worden durch viel Panikmacherei in den Medien, häufig ohne wirkliche Beweise oder Zahlen. Andererseits ist eine große Ignoranz von gewissen Leuten, die das Hobby ausüben, da. Das hilft beides gar nicht. Zuerst möchte ich mich dazu äußern, wenn Leute einfach fordern, man soll die einfach alle verbieten. Drohnen einfach verbieten. Kein Problem, alle Probleme werden dann gelöst. Das ist ein relativ einfacher Standpunkt, meistens von Leuten, die sich das nicht wirklich überlegen oder die auch nicht so gut informiert sind. Drohnen sind eine Zukunftstechnologie. In der Schweiz sind diverse Hochschulen und Universitäten daran, aktiv zu forschen, wie uns Drohnen in Zukunft weiterhelfen können. Es gibt schon viele Projekte auf der Welt, die diese Technologien einsetzen, die auch für humanitäre Zwecke und ähnliche Dinge eingesetzt werden. Die Technologie oder das Themengebiet grundsätzlich zu verbieten, wäre aus meiner Sicht absolut falsch. Was weiter nicht klar ist oder viele Leute nicht verstehen, ist, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen den Fertigdrohnen, den sogenannten Filmdrohnen, die man kaufen kann, direkt fliegen, und dann gibt es die selbstgebauten, das was ich auf diesem Channel oft tue, bei welchen man abendelang lötet, Schemata durchliest, Dinge programmiert und so weiter. Es ist ein Hobby. Ich habe viel gelernt über Elektronik, Aviatik, Hand-Augen-Koordination durch FPV-Fliegen. Und das ist ein schöner Aspekt dieses Hobbys. Und viele solche Dinge werden einfach ignoriert. Zusätzlich ist es ein Wiederaufleben des Flugmodellbau-Hobbys. Viele aus der klassischen Szene möchten mich jetzt wahrscheinlich auf den Scheiterhaufen werfen und verbrennen. Aber faktisch ist es so, es interessieren sich wieder mehr Leute, eine neue Generation von meistens relativ jungen Leuten, dafür in die Luft zu gehen. Und das ist ja eigentlich auch schön, wenn man die Chancen nutzt und nicht nur das Negative beleuchtet daran. Ich äußere mich in diesem Video zu gewissen Textstellen aus dem Bericht. Ich habe ihn bei Watson gelesen, ich habe gesehen, dass andere News-Outlets diesen ebenfalls abdrucken und ich habe auch schon gesehen, dass der laufend aktualisiert wird, der Inhalt. Ich denke nicht, dass da direkt Falsches steht, aber vielleicht sind gewisse Informationen, die ich jetzt hier im Video sage, stehen dann schon im Bericht und Ähnliches. Das Internet ist eine dynamische Angelegenheit, bitte habt das im Kopf, wenn ihr mit Argusaugen über dieses Video wacht und urteilt. Strengere Gesetze werden auch immer wieder gefordert. Fakt ist aber, dass der Pilot, über den wir hier sprechen, ganz klar schon gegen zwei Gesetze verstoßen hat. Zum einen hat er die Maximalhöhe massiv überschritten. Wenn er auf einem Kilometer in der Höhe war, ist das sehr illegal, sage ich jetzt mal, denn er ist im Luftraum von großen Flugzeugen wie Helikoptern, das ist ganz klar verboten. Hier ist Oxy Venischer aus der Zukunft. Diesen Bericht habe ich entweder falsch verstanden oder war nicht klar formuliert, aber anscheinend ist das der Zusammenstoß in 1000 Metern Höhe über Meer passiert, also nicht über Grund. Und ich habe nachgeguckt, die Mauer ist auf ca. 460 Metern Höhe, somit ist der Pilot also nicht 1 Kilometer in die Luft gestiegen, sondern ca. 500 Meter. Das ist immer noch hoch, man muss Dinge umgehen, damit das geht bei den DJI-Produkten, ist aber schon eher machbar mit den günstigeren Drohnen. Nur damit das auch klar gesagt ist. Und zum Zweiten ist er zusätzlich in einem expliziten Drohnenflugverbot, auch Modellflugverbot, Verbotsgebiet geflogen, wie in der eingeblendeten Karte ganz klar zu sehen ist.
Aus diesem Grund ist es nicht nötig, die Gesetze strenger zu machen. Wir haben genug Gesetze, die auch gut formuliert sind. Das sagt übrigens auch das BAZL, das Bundesamt für Zivilluftfahrt. Leute, die Gesetze missachten, gibt es auch überall, leider. Aber wir versuchen ja auch nicht, Autofahren zu verbieten, weil es einige Raser gibt. Und wenn man von den Riesenmengen an verkauften Drohnen, die immer wieder in den Medien zitiert werden, Zehntausende von Drohnen in der Schweiz, muss man sagen, passiert überraschend wenig, wenn man sich das einmal mit Zahlen vor Augen führt. Es macht keinen Sinn, all die anderen 999.000, was auch immer, Piloten zu kriminalisieren durch einige, die sich nicht an die Gesetze halten. Ein weiterer Punkt, den man sofort immer wieder hört, ist, dass von Herstellern Maßnahmen gefordert werden, dass das nicht mehr möglich ist, dass man diese Drohnen nicht mehr so hoch fliegen kann, nicht mehr so weit, nicht mehr so schnell und so weiter. Fakt ist, dass DJI, der größte und bekannteste Hersteller, und es war mit einer anständigen Wahrscheinlichkeit ein DJI-Produkt, das mit diesem Helikopter kollidiert ist. Ich sag's mal so, Angaben, Wissen tun wir gar nichts, nur eine Annahme. DJI hat in ihrer Software ganz klar eine Warnung drin, man muss das wegklicken. Die Flugverbotszonen sind größtenteils, ich weiß nicht, ob alle drin sind, aber ich werde auf jeden Fall immer gewarnt, wenn ich in der Nähe eines Flughafens das Ding auch nur anschalte. Auch wenn ich mit dem Mavic Air legal fliegen darf, gibt es ein Video, da oben verlinkt, warum das legal ist. Ich werde immer gewarnt, dass ich aufpassen muss, dass ich in der Nähe eines Flughafens bin. Zusätzlich kommen alle DJI-Produkte vorkonfiguriert mit einer Maximalhöhe von 120 Metern. Dieser Pilot hat ziemlich sicher absichtlich diese Einstellung ausgeschalten oder umkonfiguriert. Das ist vorsätzlich, das ist nicht, ups, einfach so passiert. Ein anderes Thema ist wieder die Medienwahrnehmung. Es passieren zurzeit sehr viel mehr Unfälle von Flugzeugen, Kleinflugzeugen und Helikoptern, die ineinander fliegen. Und der Aufschrei ist nicht halb so groß und nicht ein Bruchteil so groß, wenn irgendetwas passiert im Zusammenhang mit einer Drohne. Drohnen, böse, gefährlich. Fakt ist, mit der Menge Drohnen und der Menge Kleinflugzeugen haben die Kleinflugzeuge statistisch gesehen eine sehr viel höhere Absturzgefahr. Oder nein, Absturz vielleicht nicht, aber die Gefahr, Schlimmes zu tun, einen Unfall zu haben, als die Drohnen. Natürlich darf man das nicht auf dieselbe Höhe stellen, denn beim einen geht es um reinen Materialwert und beim anderen geht es um Menschen, die in der Luft rumfliegen und zu Tode kommen können. Das ist mir ganz klar. Aber die Wahrnehmung wird da sehr stark manipuliert und aus dem Kontext gerissen. Die Kommentare dazu. Die meisten Meldungen, die reinkommen und in den Medien publiziert werden, sind sogenannte Fast-Zusammenstöße. Dies wurde aber von einer internationalen Flugsicherheitsbehörde so definiert, dass alles, was ein nicht definiertes Flugobjekt ist, eine Drohne ist und als Fast-Zusammenstoß gezählt wird. Ein kleines Beispiel: in London, ich glaube es war Heathrow letztes Jahr, hatte ein Pilot einen Fasszusammenstoß mit einer Drohne gemeldet, ist auch in unseren Medien groß verteilt worden. Riesendrama drum, 3 Wochen später hat kein Medium abgedruckt, ist rausgekommen, dass es sich um einen Plastiksack handelte. Eine Plastiktüte wurde als Drohne identifiziert und auch als solches in den Medien verteilt. Die Richtigstellung, die fehlt. Letztes Jahr hat das Schweizer Fernsehen einen Bericht ausgestrahlt, abends in den Hauptnachrichten, welche ein Großteil der Schweiz schaut, in welchem zu sehen ist, wie eine Drohne ein Winglet an einem Flugzeug, einem Passagierflieger, abreißt und hat dazu gesagt, das sei passiert da und da auf diesem Flughafen. Im ersten Kommentar unter diesem YouTube-Video steht, dass es eine Demonstration einer Special-Effects-Firma ist, die das als Demonstrationsvideo gemacht hat. Im fünften Kommentar ist ein Link zur Seite, in der genau beschrieben wird, wie die das gemacht haben. Es wurde nicht mal ein Kommentar gelesen.
haben natürlich sehr viele aus dem FBOB haben da reklamiert. Was ist passiert? Das Schweizer Fernsehen hat den Bericht abgestellt und offline genommen, so weit, so gut, und hat eine Richtigstellung unter einem Link, den man suchen gehen muss, auf der Homepage veröffentlicht, hat aber nie in einer Radio-, TV-Sendung irgendwo gesagt, wir haben da kompletten Bockmist erzählt. Der normale Zuschauer wurde nie darüber informiert, dass er da etwas komplett Falsches gesehen hat. Seit diesem Bericht habe ich merklich viel mehr Kritik erhalten von Leuten, die mich beim Ausüben meines Hobbys gesehen haben. Ich will jetzt nicht auf einzelne Medien hier schießen, es haben alle Medien solche Beispiele. Aber ich denke, da passiert auch sehr viel. Es ist sehr einfach. Unser Hobby hat nicht viele prominente Vertreter. Es ist ziemlich einfach, das in einem schlechten Licht dastehen zu lassen. Und Sensationspresse, Sensationsnachrichten sind heute das Gesuchteste von allen. Deswegen eignet es sich so gut. Falls es ein kommerzieller Pilot war, der das Video verkaufen wollte oder im Auftrag machte oder etwas in die Richtung. Abgesehen davon, dass er ganz klar illegal gehandelt hat, weil er in eine Flugverbotszone geflogen ist. Keine Diskussion. Möglicherweise wollte er sogar ein Gesuch stellen, damit er das überfliegen darf. Man kann Gesuche stellen beim Batzen. Leider beantwortet das Bundesamt für Zivilluftfahrt diese Anfragen seit fast einem halben Jahr nicht mehr. Man erhält die Meldung, wir sind überlastet. Wir können diese Anfragen zurzeit nicht beantworten. Ich habe das selbst erfahren. Ich habe auch was anfragen wollen und das ist die Antwort. Und das ist natürlich auch sehr suboptimal. Das Organ, das das fordert, dass mehr Kontrolle passiert, und das ist deren Job. Ganz klar. Ich sage nicht, dass sie das nicht hätten tun dürfen oder sollen. Aber sie verlangen, dass mehr angefragt wird und man Erlaubnis haben muss, sind dann aber nicht ausgestattet, um diesen Ansturm an Anfragen standzuhalten. Da ist auch etwas schiefgelaufen in der Planung, ganz klar. Zusätzlich wurde ja gerade vor kurzem, letzte Woche, wieder mal von einem Politiker gefordert, dass alle Drohnenhalter registriert werden müssen. Abgesehen davon, dass neue EU-Richtlinien kommen werden, die wir auch übernehmen werden in der Schweiz und die dazu auch noch etwas zu sagen haben, sage ich jetzt mal, macht das nicht wirklich Sinn aus meiner Sicht, denn der Pilot konnte ja schon festgestellt werden. Man hat den Pilot ja schon ausfindig machen können in einem halben Tag. Warum braucht es dann mehr Registration? Zudem, wenn ich als registrierter Drohnenhalter bin, was hilft das, wirklich rauszufinden, wenn ich jetzt irgendwo reinfliege? Die Leute, die Illegales tun wollen, die werden sich nicht registrieren und weiterhin illegal fliegen. Es ist eine Diskriminierung oder ein zusätzlicher Aufwand für all die Leute, die das legal und anständig betreiben wollen. Und wie gesagt, es werden immer mehr. Das generiert auch einen Aufwand und kostet uns alle Steuern Geld. Ein anderes Thema, das die Medien häufig nicht wirklich beleuchten, ist, dass Drohnen auch eine Sportart sind oder besser gesagt mit Drohnensportarten ausgeübt werden. Diverse Leute haben sicher schon gesehen, dass auf Fernsehsendern DCL und ähnliche Events durchgeführt werden. Drone Champions League, Drone Racing League und ähnliches, das ist ein Rennsport. Und die Schweizer sind gut da drin. Schweizer nehmen an internationalen Rennen teil und gewinnen da Ränge. Das kommt nicht in den Medien. Das finde ich etwas schade. Es wird nicht einmal über die in der Schweiz stattfindenden Events informiert. Da könnte man auch etwas für ein objektiveres Bild machen, wenn man auch die Seite zeigen würde. Ich wünsche mir das sehr stark für die Zukunft. Oft werden alle Drohnenpiloten in einen Topf geworfen und dann entsprechend verteufelt, weil es ja nur die Negativen gibt. Ich habe das erst gerade selbst erlebt. Ich habe mit jemandem mich ausgetauscht, einem klassischen Modellbauflieger, und der war umgehend sauer auf mich, als er erfahren hat, dass ich ein Drohnenpilot bin, weil wir schuld sind, dass stärkere Regulierungen kommen. Fakt ist, der klassische Modellbau hat, oder Modellflug besser gesagt,
die wissen sehr oft gar nicht, was sie dürfen und was legal ist und was nicht. Ich habe mich, wie gesagt, mit dem stark auseinandergesetzt und hatte schon spannende Diskussionen mit Segelflugpiloten, die in Gebieten, wo die nicht durften, ihre Segelflieger auf 300 Meter fast, nicht ganz 286, glaube ich, war es, hochgezogen haben. Legal wären 150 Meter gewesen. Und wir sprechen da von 2,5 Meter großen Carbonflugzeugen, die ein paar Kilo schwer sind. Wenn die mit einem Flieger kollidieren, dann passiert etwas ganz anderes. Es ist noch nie etwas passiert, Gott sei Dank. Aber da wird sehr einfach auf die anderen gezeigt und die sind schuld. Und das hat auch mit den EU-Regulierungen zu tun. Diese neuen Regulierungen kommen nicht nur wegen den Drohnenpiloten, die sind vielleicht ein Teil davon. Aber das Ganze war nicht wirklich klar reguliert. Und durch den Use Space, das ist die kommerzielle Nutzung im Drohnenbereich, wir haben davon alle gehört, die Post will Pakete verteilen, Amazon und so weiter, das muss auch geregelt sein. Das war bis jetzt nicht wirklich geregelt. Und damit das regelbar ist, müssen neue Gesetze geschaffen werden. Das ist einfach so. Da können wir noch lange uns darüber aufregen. Wir können das auch nicht ändern. Punkt. Wer sich interessiert für die Falschmeldungen und was so, wie das ist mit der Medienwahrnehmung und Ähnlichem, verlinke ich unten den Kanal von Bruce Simpson. Das ist ein relativ bekannter im Hobby, sage ich jetzt mal. Es ist ein Neuseeländer. Und ist aber alles Englisch natürlich, der sammelt regelrecht die, was wirklich passiert. Falls ihr euch da noch mehr informieren möchtet und euch das interessiert, geht auf seinen Channel und schaut die Ranty-Videos, wo er rumrantet, dass sich darüber aufregt, das englische Wort dafür. Da geht es meistens um Gesetze und Vorfälle. Ist etwa im selben Stil wie mein Video hier. Manchmal noch ein bisschen direkter. Klar sind zwei Dinge für mich aus dem Ganzen. Es wird eine Untersuchung geben vom Batzel. Und alles, was wir bis jetzt gesehen haben, alles, was ich gesagt habe zum aktuellen Fall, sind Annahmen und Dinge, die ich mir zusammengestellt habe aus Dingen, die ich weiß und was ich so denke. Das Batzel wird es untersuchen. Und dann werden wir mehr wissen. Da wird es wieder einen Bericht geben, der kommt dann in ein paar Monaten bis einem halben Jahr. Und wahrscheinlich werden die Medien das wieder erneut als zusätzlichen neuen Fall behandeln, wie das bis jetzt immer so war, weil leider nicht der Link zum vorherigen eigentlichen Event gemacht wird. Ganz klar ist auch, dass dieser Drohnenpilot aus meiner Sicht 100% zu Recht bestraft wird. Er hat eine absolute Idiotie begangen und es gibt keine Entschuldigung dafür. Er hat mehrere Gesetze auf einmal verletzt, er hat Menschen gefährdet damit. Ich möchte das nur ganz klar machen. Ich nehme den sicher nicht in Schutz. Das war dumm, das ist ein Idiot. Ich hoffe, die nehmen dem das Flugzeug weg, also die Drohne. Das war dumm. Das regt mich auch auf. Ich bin auch sauer über den. Der macht mein Hobby schwierig. Dass ich an allen Ecken kämpfen muss und mich erklären muss, dass wir eigentlich gar nicht so böse sind und nicht immer Nachbarslumpi filmen wollen. Das war jetzt mal ein bisschen andere Art eines Videos, ein Ranty-Video von meiner Seite her. Nicht sehr gut vorbereitet, aus dem Kopf großenteils, weil es muss relativ schnell gehen, in 2-3 Tagen ist diese News schon wieder abgeflacht und kein interessiert es. Darum habe ich das schnell produzieren und aufnehmen müssen. Und ich hoffe, dass es trotzdem spannend war. Und wenn ihr Kommentare habt, Fragen habt oder ja, wenn ihr etwas besser wisst als ich, und das meine ich nicht im Doofen, sondern ganz echt, kommentiert es unten, schreibt es unten hin. Ich gebe mir viel Mühe, auf alle Kommentare zu antworten und führe sehr gerne einen erwachsenen, anständigen Dialog über Sicherheit, über unser Hobby, was dürfen wir nicht. Und selbstverständlich dürft ihr das auch gerne teilen und euren Kollegen schicken. Vielen Dank. Hey, vielen Dank fürs Schauen dieses Videos und falls es dir zugesagt hat, findest du hier weitere.
Es hilft meinen Kanal sehr, wenn du ihn abonnierst und meine Videos kommentierst, likest und teilst. Und falls du über meine neuen Videos informiert werden willst, kannst du die Benachrichtigungen mit Klicken der Glocke aktivieren. Merci vielmals, ciao zusammen.